Ja, also wie gesagt, Glauben ist jetzt nicht so wichtig, wäre aber nice. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auch noch Glauben nehmen soll. Wir werden sehen, weil ich glaube, durch Kultur werden wir sowieso viele Sozialpolitiken anschneiden, die uns helfen werden, weitere Politiken zu erringen. So, das nächste, Zufriedenheit. Wie gesagt, Zufriedenheit ist dazu gut, um mehr Städte zu haben, weil wenn wir mehr Städte haben, produzieren wir Unzufriedenheit, weil je mehr Einwohner da sind, müssen auch mehr gefüttert werden und je weniger Nahrung, desto weniger Zufriedenheit etc. etc. Und wenn wir genug Zufriedenheit haben, können wir auch ein goldenes Zeitalter erreichen, bei dem wir Bonus zu Kultur und Produktion sowie Gold haben. Das ist auch ziemlich nice. Ja, und Gold habe ich schon erwähnt, brauche ich jetzt nicht groß erklären. So. Also, und jetzt zu dem, was ich ausgewählt habe. Zuerst einmal die Forschung. Keramik bekommen wir, wenn wir fertig sind. Also bekommen wir noch nicht, aber wir können dann einen Kornspeicher und einen Schrein bauen. Kornspeicher ist halt zum Wachstum da und Schrein für den Glauben. Dann, das Monument generiert, wenn es fertiggestellt ist, Kultur. Und mit Kultur wachsen auch unsere Grenzen. Wie ihr seht, habe ich hier einen lila Kreis. Das heißt, dort wird dann die Grenze ausgedehnt. Hier sehen wir, 15 Runden braucht es bis zur Grenzausdehnung. Wenn wir mehr Kultur haben, geht es natürlich schneller. Weswegen ein Monument am Anfang ziemlich gut ist. So, und für die, ich sag mal, Profis unter euch, ihr werdet schon sehen, im normalen Spiel ohne Mods ist so etwas nicht. Also, dass grüne und orange Felder sind. Ja, das ist sind halt die Bewohner, also die bewirtschafteten Felder und die nicht bewirtschafteten Felder. So. Ich glaube, für die erste Runde habe ich ziemlich viel erklärt. Ja, also. So, mit den Krieger, das ist eine Nahkampfeinheit natürlich, mit denen werden wir jetzt mal erkunden gehen. Gehen wir mal hier runter. Hier haben wir eine weitere Ressource, nämlich Stein, und hier im Meer haben wir Fisch. Es ist immer schade, weil am Anfang, da habe ich jetzt nicht gesehen, ob das hier ein Meer ist oder ein See. Deswegen, wenn ich gewusst hätte, dass hier unten Meer ist, dann wäre ich, glaube ich, mit den Siedlern erstmal hier runtergegangen. Weil am Meer zu siedeln ist schon ziemlich nice. Dann könnten wir Hafen bauen und am Hafen bekommen wir dann mehr Gold durch Seehandelswege. Seehandelswege sind nämlich extrem ertragreich. Naja, dann bauen wir halt unsere zweite Stadt dann nachher am Meer. Wenn wir auf einen Kultursieg gehen, sollten wir nicht zu viele Städte bauen. Weil je mehr Städte das wir haben, desto schwerer wird es, Kultur zu generieren. Deswegen würde ich sagen, so 5 Städte, vielleicht, ja, nein, 5 Städte ist, glaube ich, das Maximum. Okay, jetzt habe ich alles gemacht, unsere Kriege sind gegangen, Produktion habe ich gewählt, Forschung habe ich gewählt, deswegen sagen wir, nächste Runde. So, hier unten sehen wir schon Schnee. Schnee ist immer an der Südgrenze und an der Nordgrenze der Karte. Also es kann nicht mitten in der Karte sein. Das heißt, hier unten irgendwo ist dann schon Ende der Karte. So, Landeinheiten bekommen einen Malus, wenn sie über Hügel oder durch Wälder gehen. Normalerweise können sie sich hier, sie können 2 Felder fortbewegen, aber bei Hügel und Wäldern halt nur eines. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Und hier sehen wir schon, hier ist Eis. Und durch Eis kann man nicht durchfahren oder durchgehen. Das ist dann das Ende der Karte. Das heißt, ich bin ziemlich weit im Süden. Naja, auch nicht schlecht.
So, jetzt habe ich nichts zu tun. Ne, nächste Runde. Dann gehen wir halt ja durch die Wälder hier. Bis jetzt sieht das Land ziemlich unattraktiv aus. Ich meine, ich habe hier zwar Baumwolle und Elefanten, aber so, keine Ahnung, Ressourcen wie Gold oder Silber sind nicht hier. Oder Marmor. Marmor ist auch eine gute Ressource. Oh, hier haben wir Färbemittel. Oh, ja, gehen wir mal der Küste entlang. Wild. Bis jetzt ist alles noch ruhig, noch auf keine Barbaren gestoßen. Wird sich aber, glaube ich, gleich ändern. Hier habe ich extrem viele Hügel. Die Stadt Wien ist gewachsen. Das heißt, wir haben ein Bewohner mehr. Schauen wir mal, wo er sich angesiedelt hat. Er hat sich hier angesiedelt. So, das habe ich noch nicht erklärt, nämlich den Fokus. Der Standardfokus ist, dass so ziemlich ausgeglichen ist, auf was die Produktion geht oder auf was die Bewirtschaftung geht. Wir könnten sagen, okay, das Monument zu bauen dauert mir viel zu lange, geh auf Produktion. Dann geht der eine Bewohner von Nahrung auf die Produktion. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Oder sagen, okay, ich brauche unbedingt mehr Bürger, geh auf Nahrung. Würde sich jetzt vom Standardfokus nicht weiter unterscheiden, weil das halt die beste Kombination ist. Oder sagen, ich brauche jetzt unbedingt Gold. Dann geht der jetzt auf den Elefanten, weil der Gold bringt. Man kann es auch manuell machen, indem wir sagen, okay, du geh hier weg und geh hier hin. Dann geht er halt hier hin. Ist aber für mich eher selten, weil wenn ich das tue, dann vergesse ich meistens, dass ich ihn wieder abziehe, weil dann ist er hier für immer gelockt, dass ich ihn abziehe und halt wieder woanders hin tue. Deswegen lasse ich ihn automatisch und mache nur hier meinen Fokus. So. Nahrungsfokus ist jetzt am Anfang gut, damit ich halt mehr Felder dann nachher bewirtschaften kann. So. Gehen wir mal ins Landesinnere und nicht immer auf der Küste entlang. Vielleicht finde ich ja Ruinen. Ruinen sind auch am Anfang nice. Oh, hier haben wir schon Barbaren. Die werde ich aber nicht angreifen. Weil die in ihrem, ich sag mal, Lager, die gehen sowieso nicht raus. Nur wenn sie selbst Barbaren produzieren, dann kommen sie praktisch direkt zu meiner Stadt. Aber in meiner Stadt kann ich sie dann hoffentlich zerstören. Deswegen erkunden wir noch mit den Kriegern. Und da haben wir schon eine Ruine. Werdet ihr gleich sehen, was die können. Erstmal, unser Monument ist fertig. Das heißt, wir können eine neue Produktion wählen. So. Kornspeicher. Dazu, ja, Nahrung ist jetzt nicht schlecht. Aber ich bekomme einen Bonus nur durch Weizen, Bananen und Wild. Deswegen würde ich sagen, wir gehen dann doch auf Glaube. Bauen wir uns einen Schrein. Oder sollte ich einen Speer bauen? Ne, machen wir einen Schrein. Und was mit dem Mod noch neu ist, wir können praktisch eine Warteschlange machen. Wir können sagen, okay, bau zuerst einen Schrein und dann bau einen Speer und dann bau einen Bautrupp und so weiter. Aber das mache ich jetzt so nicht so oft, weil vor allem am Anfang, weil ich
dynamisch reagieren muss. Wenn zum Beispiel jetzt, sage ich, die Barbaren hierher kommen, muss ich halt schnell Kriege machen. Deswegen bringt es sich nichts, wenn ich hier eine Warteschlange mache. So, jetzt gehen wir mal zur Ruine. Okay, ich habe 70 Gold gefunden. Ist nicht schlecht, aber es gibt bessere Boni durch Ruin. Ja, in Ruin bekommen wir Boni, wie eben hier Gold. Oder es kann auch sein, dass ich zum Beispiel eine Technologie erforsche. Was auch ziemlich nice ist. So, kann Politik einführen. So, unsere erste Politik. Wie gesagt, Unabhängigkeit ist am Anfang meistens immer die richtige Wahl. Die anderen Politiken, zum Beispiel Tradition, die ist für Wachstum gut, falls wir halt mehr Bewohner brauchen. Ehre ist für bedingt für kriegerische Zivilisation gut. Frömmigkeit halt für Glaube. So, jetzt habe ich mal Unabhängigkeit aktiviert. Ein Boni bekomme ich erst, wenn ich wieder Kultur habe. Geht aber jetzt ziemlich fix durch das Monument. In 6 Runden geht es wieder. So. Gehen wir mal hier hin. Eine weitere Ruine. Hier ist es auch ziemlich nice irgendwie. Das habe ich noch nicht erklärt. Der Einflussbereich einer Stadt geht immer 3 Felder weit. Das heißt, 1, 2, 3. Hier bis zu dieser schwarzen Linie, die auch durch den Mod geschuldet ist. Bis dorthin können Bürger ein Land bewirtschaften. Es kann sein, dass sich die Grenzen zwar auch noch erweitern können. 4 Felder. Ich glaube, 5 Felder gehen dann nicht mehr. Aber bewirtschaften können sie nur 3 Felder weit. Was heißt, dass ich, wenn ich eine Stadt gründe, so platzieren muss, dass sie eher nicht in dieses Feld kommen, weil dann würden sie doppelt belegt. Das heißt, die Grenze geht bis hierhin. Das heißt, Weizen und Salz können sie nicht nehmen. Das heißt, wenn ich hier... wird der Stein nicht mitgenommen. Boah. 1, 2... müsste ich jetzt schon fast hier wieder ins Landesinnere gehen. 1, 2, 3. Wir werden sehen. Erstmal erkunde ich. Okay, hier scheint es aber wirklich ein See zu sein. Weil, wenn wir hier schauen, ist, glaube ich, Land zu erkennen. Okay, gehen wir mal zur Ruine. Und da oben ist noch eine. Hier ist es auch ziemlich nice. Und unsere erste Stadtstadt. Habe ich aber so noch nicht entdeckt, muss ich erst mit den Kriegern dorthin gehen. Irgendeiner hat schon ein Pantheon gegründet. Ein Pantheon ist praktisch die Vorstufe zu einer Religion. Aber erstmal, bevor ich zum Stadtstaat gehe, gehen wir zur Ruine. Boah, hier wäre es ziemlich nice mit Marmorstein. Fische, wenn ich hier, wenn das überhaupt mehr ist. Dann wäre es hier gut zu siedeln. So, gehen wir mal zur Ruine. Wer das Meer beherrscht, seht ihr? Alles. Segeln. Auch wenn ich jetzt nicht an ein Meer angebunden bin, ist es später ziemlich nice, wenn ich mal eine Küstenstadt habe. So, jetzt gehe ich aber erstmal hier hin. Okay, hier ist kein Meer. Dann gehen wir mal zum Stadtstaat.
Die Grenzen der Stadt Wien haben sich geweitet. Jetzt hierher. Hier ist auch Weizen, das für Nahrung sorgt.